zu einem der Höhepunkte des diesjährigen Vorstandsvortragsprogramms, der Keynote. Bei der Keynote ist es ja immer so, dass das idealerweise verschiedene Themenkreise, die auf so einer Konferenz besprochen werden, irgendwie zusammenfasst. Hallo. Und wir haben hier sehr viel über Open Source als Technik gehört. Was aber auch natürlich ein wichtiger Punkt ist, ist die harte, raue wirtschaftliche Wirklichkeit, in der man agieren möchte, zum Beispiel auch als Unternehmer. Und Elmar Wesel kann beide Seiten sehr gut beurteilen. Er ist einerseits Vorsitzender des Live e.V. und andererseits Geschäftsführer von Tarent. Und diese Eigenschaft bitte ich Ihnen jetzt das Wort zu übernehmen. Ja. Danke. Ah, das ist ja sehr nett. Ja, ein paar Sachen sind über mich schon gesagt worden. Ich bin einerseits Unternehmer, andererseits halt eben auch, ja, sagen wir, ein bisschen politisch aktiv im Linux-Verband als Vorsitzender. Das mit der rauen Wirklichkeit ist eine Sache, von der ich so ein bisschen was erzählen will. Aber eigentlich möchte ich oder werde ich mehr darüber erzählen, dass es eigentlich auch ganz gemütlich sein kann in dieser eigentlich wunderbar kuscheligen freien Software, Open-Source-Welt, die wir hier auf der Frostcon besonders nett haben. Deswegen mal so vorab mein Dank an die Veranstalter. Zum einen, dass ich hier was erzählen darf. Zum anderen, dass sie hier wirklich eine schöne Konferenz machen. Ja, ich habe einen ambitionierten, hehren Titel, das Prinzip Freiheit, wie freie Software, Wirtschaft, Technologie, Kreativität, Gesellschaft voranbringt. Ein bisschen sehr allumfassend. Ich werde noch auch darauf eingehen, dass man da wirklich auch von leben kann, neben solchen halt eben hehren Zielen. Erstmal vielleicht kurz was zum Titel. Prinzip, was ist ein Prinzip? Im Prinzip ist eine Leitlinie, finde ich. Also es gibt viele Interpretationen oder viele Definitionen davon. Ich sehe das als eine Leitlinie, als einen Satz von Regeln, an dem man sich entlanghangeln kann oder an einen Satz von Vorbedingungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das Prinzip Freiheit, ich habe den Titel deswegen gewählt, weil wir hier sind, weil es freie Software gibt. Und ich möchte ganz gerne zeigen, welche Dinge wir alle dadurch haben, dass es freie Software gibt, welche Möglichkeiten wir dadurch haben und vielleicht auch ein bisschen, was wir nicht hätten, wenn es sie nicht gäbe. Ich werde was darüber erzählen, was im wirtschaftlichen Bereich abgeht, das heißt, was Unternehmen damit anfangen, was sie damit machen, good practices, bad practices, alles Mögliche. Information will frei sein. Klingt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, diesen Satz ist nicht von mir, ist ein Zitat, verrate ich gleich von wem. Information will teuer sein. Information will frei sein, weil es so einfach geworden ist, sie zu verteilen, kopieren und zu rekombinieren. Ich sage das nochmal, auch wenn das vielleicht schon so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, aber die Möglichkeiten, die wir heute haben, zum Beispiel durch freie Software, durch Open Source, durch das Internet, durch die Verfügbarkeit von Informationen, sind schon ungeheuer. Es ist auch so einfach, an Informationen zu kommen und sie zu verteilen, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, zu versuchen, dafür Geld zu nehmen, weil das ist schon gar nicht mehr messbar. Ups. Kleines Problem mit der Maus. Okay. Information will aber auch teuer sein. Einfach, weil sie viel wert ist. Also für uns alle sind die Informationen, die wir finden können, die für uns frei zugänglich sind, halt eben enorm viel wert. Und deswegen will Information teuer sein. Wer hat das gesagt? Stuart Brand hieß der Mann, ist jetzt nicht mehr so ganz bekannt, gibt einen Namensgleichen, wenn man danach einer vielleicht irgendwie suchen will, der ist es nicht, der ganz komische, esoterische Sachen macht. Aber das war halt eben ein Kerl, der hat das gesagt auf der ersten Hacker-Konferenz, die es gegeben hat. Und das ist schon ein Weilchen her. 1984 war das, wo also die Internettechnologie bei weitem nicht das gewesen ist, was sie heute war, hat dieser Mann sehr visionär vorhergesehen, was damit passiert. Ein anderer Visionär hat das gesagt. Ich glaube, dass alle allgemein nützliche Informationen frei sein sollte. Und wenn ich jetzt weiterrede, weiß man vielleicht auch, wen ich meine, wer das gesagt hat. Mit frei meine ich nicht den Preis, sondern die Freiheit, die Informationen zu kopieren und für eigene Zwecke zu verwenden. Ja, kennen wir alle, Richard Stallman, 1990.
auch schon ein bisschen her. Und vielleicht hat sich Richard Stallman irgendwie visionieren können, was daraus halt eben geworden ist, was daraus eigentlich für einen gigantischer Wert entstanden ist oder Werte entstanden sind. Zum einen stellt also Freiheit ein wichtiges moralisches Gut dar. Das ist das, was Visionen treibt und Menschen handeln lässt. Auf der anderen Seite repräsentiert diese Freiheit einen unglaublichen ökonomischen Wert. Und das Schöne an Informationstechnologie ist oder an dem Beispiel freie Software ist, dass man gut erkennen kann, worin sich dieser Wert materialisiert. Man kann das messen, kann das sehen. Für mich als Unternehmer ist es mal ganz interessant, Wert hat auch immer eine starke Bezüglichkeit zum Markt. Deswegen zeige ich mal gerade, von was für einem Markt wir eigentlich reden. Also wer jetzt hier in der FH oder an einer anderen Uni seine Ausbildung macht, dem wird es freuen zu hören, dass es eine enorme Nachfrage nach dem gibt, was er leisten kann. Das ist nur der Markt halt eben für Open-Source-Software in Europa, Mittelasien. Ist eine amerikanische Studie, deswegen dieses unselige EMEA-Ding. Gesamt-ICT nennt man das, Informations- und Kommunikationstechnologie, sind es 173 Milliarden, damit man sich mal eine Vorstellung davon schaffen kann, von welchen Werten wir reden. Und das wird bis 2010, so prognostiziert das Gartner, bis auf 69 Milliarden steigen. Das ist allein der Markt für Open-Source-Software. Knapp 70 Milliarden. Nicht wenig. So, wenn man sich so große Summen sieht, ist es, finde ich, für jeden irgendwo irritierend und schwer einzuordnen. Versuchen wir das jetzt mal in Relation zu bringen zu den Dingen, mit denen wir so jeden Tag umgehen. Und da nehme ich mal ein Betriebssystem, weil wir da alle viel mit zu tun haben. So ein Betriebssystem, ich habe mal eins rausgesucht. Und zwar glaube ich, dass es auch gar nicht so ein unrepräsentativer Wert ist. 211 Millionen Zeilen Code. Geschäftsloh ist mit den gängigen Metriken ermittelt. Knapp über 160.000 Personenjahre braucht man, um sowas zu machen. Was ist denn da alles drin? Bitte? Kommt gleich. geschätzte Kosten sind knapp unter 12 Milliarden, sowas herzustellen. Milliarden ist Euro. Entschuldigung, ja, sind Euro. Ja, bis 2010 ist das prognostiziert auf 100 Milliarden. Wer das genau nachvollziehen möchte, diese Rechnung, ich weiß, Statistiken ist immer ein schwieriges Ding, ich mache solche Statistiken nicht selber. Wer mich anmeldet oder danach halt eben auf der Seite von der Frostcom guckt, ich stelle dann noch die Quellen und so weiter zur Verfügung. Diese Zahlen konkret stammen aus der Merit-Studie, bekannt als EU-Open-Source-Studie, der zweiten, die ist 2006 erschienen. Und da ist alles drin zu der Methodologie, wie die Studie aufbereitet ist, wie diese Zahlen zustande kommen. Kann man nachvollziehen. Ich finde es auch nicht so relevant, ob es da 2 Milliarden mehr oder weniger sind. Es ist viel. Okay, zu der Frage, was ist da drin enthalten? Wir reden jetzt in dem Fall von Debian. Das ist ganz konkret Debian mit allem, was dazugehört. Also nicht nur der Kern. Wie viel der Kernwert ist und wie groß der ist, kommt später auch noch. Okay. Wenn man sich das jetzt so anguckt, dann findet man ganz, ganz schnell Ursache, Motiven, Konsequenzen freier Software. Wie viele Unternehmen gibt es die auf der Welt heute, die halt eben solche großen Systeme noch schreiben können, ohne Unterstützung einer Open Source oder freie Software Community? Debian sieht man halt eben, was da drin ist und fragt sich natürlich, wie konnte das passieren, wie konnte das halt eben zustande kommen, warum machen das so viele Leute? Es müssen ja wirklich ungeheuer viele sein, die da ungeheuer viel Zeit halt eben rein investieren. Ich denke, wesentlich und ganz, ganz wichtig ist und passt ja auch, denke ich mal, hier zu diesem Ort Innovationstrieb. Ich glaube, wer sich halt eben für Informationstechnologie interessiert, tut das, weil er einfach Lust hat auf Neues. Das ist eine Technologie, die immer sehr, sehr weit vorne ist und die durch halt eben freie Software die Möglichkeit bietet, daran auch selber teilzuhaben und das selber mit nach vorne zu treiben. Ich glaube, das ist ein großer Motivationsbringer. Kreativität. Man kann halt eben im virtuellen Raum natürlich wesentlich schneller, einfacher gestalten und ganz andere Wege gehen, als wenn man das handwerklich versucht zu leisten. Deswegen denke ich, passt das auch gut. Anerkennungsökonomie finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf einer Frostcon sind und uns freuen, halt eben mit Leuten zusammenzukommen und halt eben zu reden, dann funktioniert das einfach das soziale Netz, was da gegeben wird, hat
teilweise halt eben schon familiäre Ausprägungen, wenn man in Projekte halt eben hineinguckt mit allem Licht und Schatten da drin. Ich denke, das macht viel aus, dass man seinen Platz und seine Anerkennung im Leben finden kann durch diese Aktivitäten. Und dann ganz wichtig, das Streben nach Unabhängigkeit. Das hat auch was mit den Wurzeln zu tun, wie konnte halt eben freie Software entstehen. Da war halt eben eine Startmotivation, dass man gesehen hat, wie abhängig man gewesen ist, wenn man ein Unix-System betrieben hat und das vormals im Besitz von der Universität gewesen ist, die die Rechte an großen Industriekonzernen verkauft hat und auf einmal die Sachen nicht mehr zugänglich waren. Und wenn man forschen wollte, lehren wollte, selber produktiv, kreativ damit sein wollte, das eben auf einen Schlag, konnte man sagen, nicht mehr konnte. Das war eine große Motivation, die dann dank Richard Stallman zu dem geführt hat, was wir heute haben. Man kann wirklich sagen und wirklich rückblickend dann heute, nachdem es dieses System also weit 20 Jahre gereift ist, das ist ein gigantischer Umbruch. Und ich habe mal ein paar Sachen halt eben jetzt mit drauf, die dazu beigetragen haben. Es gibt noch weitaus mehr soziale Software, freie Werkzeuge und Lösungen, viele, viele Kräfte, die damit hineinspielen und die IT-Welt wirklich umgebrochen haben. Wichtig einfach auch, finde ich, zu erkennen, wie viele Leute sind das, von wer treibt halt eben diese Dynamik an? Wir haben halt eben auf der Welt, grob geschätzt, halt eben um die 15 Millionen Softwareentwickler, so meint das jedenfalls so, von den wenigen Studien, die ich da gefunden habe, verdichtet sich das so. In diese Richtung ist prognostiziert, um noch um 5 Millionen zu steigen, also gibt es auch einen Bedarf, wird auch jeden freuen, der in diesem Bereich tätig ist oder tätig sein will. Die regionale Verteilung ist so, wenn man immer wieder so Standort Europa auch denkt und denken sollte, finde ich, ganz wichtig. In Europa sind das halt eben 35%, heute in den USA 18% und Asien, pazifischer Raum 37%. Dass es da Verschiebungen Richtung Asien halt irgendwie gibt, ist, glaube ich, jedem bewusst und bekannt. Und wo die Ursachen dafür liegen, denke ich mal auch. Die Anteile der Open-Source-Entwickler, es gibt keine echte Statistik dazu. Man kann das halt eben ableiten daraus und verschiedenen Faktoren, dass Leute, die proprietäre Software schreiben, vielleicht als Angestellte, privat auch freie Software schreiben. Es ist relativ schwierig zu ermitteln und man kann das halt eben nur annähern. Und ich habe jetzt mal einen konservativen Ansatz genommen und da Zahlen ermittelt. Ich denke, es sind mehr, aber auf dieser Basis kann man, denke ich, mal schon mal kalkulieren. Wie gesagt, die Quellen sind verfügbar, kann man das nachvollziehen. Das ist auch wieder was aus der Merit-Studie. Wenn man jetzt mal auf ein Open-Source-Projekt drauf guckt und einfach mal schaut, wie sieht es in dem aus, dann sieht man, dass diese Verteilung, und darum geht es mir viel mehr als um die absoluten Zahlen, anders ist als jetzt in der allgemeinen Softwareentwicklung. Debian-Entwickler hier, Debian ist eigentlich ganz gut, weil es da viele Statistiken darüber gibt, deswegen wurde halt eben bei der EU-Studie auch ganz, steht auch ganz, ganz viel über Debian drin. Das ist eben daraus. Debian-Entwickler weltweit, 45% sind aus den Kern-EU-Ländern, 48% sind es insgesamt mit den mit Beitrittsländern und Peripherie, also alles, was wir so als Europa bezeichnen. Und 22% sind andere, das ist halt eben Asien-Pazifischer Raum. Und Nordamerika sind halt eben 30%. Bei den 22% sind auch noch solche Länder drin wie Brasilien oder ähnliche, wo man also durchaus so eine dynamische Entwicklung im Bereich Open-Source-freie Software erwarten kann, weil da einfach von Staats wegen strategisch viel investiert wird. Wird sicherlich also auch eine starke Verschiebung dahin geben. Für uns aber jetzt hier in Europa ist es, glaube ich, wirklich wichtig und interessant zu sehen, dass die Hälfte, fast die Hälfte, aus Europa kommt. Das ist, vielleicht ist Debian da irgendwie ein bisschen anders, aber man kann da schon deutlich, glaube ich, sehen, oder andere Leute haben da wahrscheinlich auch, denke ich mal, ähnliche Erfahrungen in Projekten. Was wäre ohne freie Softwareentwickler? Wenn es diese Leute nicht gäbe, was hätten wir nicht? Ist vielleicht hier fast überflüssig zu sagen, gehe ich mal trotzdem mal schnell durch, weil wir wissen, was uns das gebracht hat. Manchmal ist es aber ganz gut, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich mal vorzustellen, wie wäre das denn, wenn es das nicht gäbe? Kann man vielleicht jetzt gar nicht mehr speziell so aus unserer Branche sich vorstellen, wie die Welt ohne Internet ist. Aber wenn man es mal in Ruhe tun möchte, vielleicht mal so tun, als gäbe es das nicht einen Tag lang, gab mal sowas wie autobahnfrei,
nicht mal Internet frei. Kein Spam, ne? Ich erinnere mich an diese Werbung. Ja. Licht und Schatten, ja. Das Internetprotokoll, implementiert von freien Softwareentwicklern. Das Domain Name System sind wirklich die Basisdinge. Mail, World Wide Web. Wie ihr seht, wandere ich so ein bisschen nach außen an die Peripherie heran, von den Kerntechniken bis zu dem, was drum gehört. Man sieht eigentlich im Prinzip der komplette Satz der Dinge, die man heute braucht, um das Internet am Leben zu erhalten und um es sinnvoll einzusetzen, ist in freier Software implementiert. Ich gehe jetzt mal bis runter dahin, taucht dann auch, halt eben auch ein ganz wichtiges Beispiel auch mal aus der Business-Welt auf, MySQL. Kommen wir gleich noch was zu. Okay. Wie dieser ganze Hub, diese ganze riesige Menge entstehen konnte, ist eigentlich ein ganz, ganz klares Prinzip. Bestehende Implementierungen werden kontinuierlich verbessert und erweitert. Klingt eigentlich ganz banal, ist, denke ich, aber auch, was man in der Ausbildung einfach lernt. Na klar, halt eben gucken, besser machen. Ist aber in der proprietären Welt nicht so einfach umzusetzen. Da gibt es häufig strategische Vorbehalte, andere Dinge, warum man halt eben da Beharrungskräfte einfach hat, dass man eben diese Möglichkeit, die halt eben Software bietet, permanent und verbessert zu werden, in einem evolutionären Prozess nicht nutzen. Freie Software ist es ein systemischer Bestandteil, dass es so ist. Und das macht es möglich, dass überhaupt solche Systeme in dieser Größe geschrieben werden können, in dieser Vielfalt geschrieben werden können und man muss es dann sagen, trotzdem noch funktionieren. Rekombination vorhandener Komponenten erzeugt neue Lösungen auf einem höheren Abstraktionsniveau. Ist gar nicht so esoterisch und abstrakt, wie es jetzt hier klingt. Wenn ich eine, sagen wir mal, Datenbank machen möchte, dann fange ich jetzt auch nicht an, halt eben jedes Bit und Byte zu Fuß zu schieben. Ich setze halt eben auf unterliegenden Technologien auf, kann die für mich nutzen und kann oben drüber halt eben eine Lösung abbilden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal und ist auch wiederum systemisch enthalten, typisch in diesem Falle auch für eine technische Grundlage von Unix-Systemen, das heißt nämlich möglichst kleine, verwaltbare Einheiten zu schaffen, die möglichst gut miteinander arbeiten können, interagieren können. Man kann halt eben auch anders sagen, aus Software-Modulen werden dann auf diese Art und Weise Plattformen. Das ist dann eben eine Plattform, ist dann für mich einfach ein höheres Abstraktionsniveau, die einen bestimmten Kreis von Funktionalität bereitstellt und den für mich einfach nutzbar macht. Das prominenteste Beispiel dafür, eines der größeren Beispiele ist, wenn wir uns einfach angucken, wie begann das? GNU-Tools, Linux-Kernel, wird GNU-Linux. Hat man zwei wirklich große, kann man sagen, Building-Blocks, aus denen halt eben ein ungeheuer leistungsfähiges Betriebssystem entstanden ist, das es in unterschiedlichsten Darreichungsformen heute gibt. Ein anderer wesentlicher Aspekt, der in dieser Modularisierbarkeit und Interoperabilität liegt und in der Verfügbarkeit ist, dass man dadurch natürlich es viel einfacher hat, portabel zu sein und natürlich viel einfacher hat, zu skalieren, Lösungen zu skalieren. Ist auch klar und vorstellbar, weil man halt eben, wenn man ein ordentliches Design von Software hat, dann macht das es einem einfach definitiv leichter. Wenn man ein System hat, das dieses ordentliche und gute Design von sich heraus halt eben fördert und vorantreibt, dann bekommt man halt eben entsprechende Ergebnisse. Im Falle von Linux bedeutet das, dass wir auch auf solche Plattformen gehen können. Oder solche. Oder hierhin. Dahin. Oder heute dann da sind. Das heißt, wir haben auf Basis, und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, es ist dieselbe Codebasis. Und das ist wirklich ein Spektrum, wenn wir uns jetzt überlegen möchten, können wir uns vorstellen, dass jemand mit einem Produkt antritt, ganz, sagen wir, aus dem, was wir so konventionell Unternehmern denken, also ein proprietäres Produkt antritt und versucht, das zu machen. Gibt es das? Das gibt es nicht. Es gibt auf der ganzen Welt kein Unternehmen, das das kann. Es gibt eins, das es versucht. Aber das hat da zum Beispiel ein ganz großes Problem. Und da hat es auch ein Problem. Und da auch. Und da auch. Ach ja. Okay. Okay. Erzählen wir mal eine kleine Geschichte davon, als die Anforderungen und die Komplexität von IT-Systemen die Möglichkeiten und Ressourcen proprietärer Anbieter zu übersteigen begannen.
Was passierte dann? Okay, ich mache die Geschichte kurz. Ja, da sind sie. Kennen einige sicher noch Systeme mit tollen Sachen zum Teil, halt eben sind von uns gegangen. Dass da so Daten auf den Grabsteinen stehen, wie jetzt NetWare 2006 oder OS Halbe 2005, liegt einfach daran, dass es lebenserhaltende Systeme gibt, die halt eben schon längst tot erscheinende noch am Leben erhalten. Die gibt es halt eben auch in der informationstechnologischen Wirtschaft und deswegen existieren die lange. Es gibt natürlich noch NetWare-Systeme im Einsatz, selbstverständlich, aber ein Produkt, an das der eigene Hersteller nicht mehr glaubt, darf man dann doch, glaube ich, getrost dazulegen auf dem Friedhof. Ja, warum ist das passiert? Keiner von denen, obwohl sie zum Teil ja nur Teilbereiche von diesem Spektrum, was wir eben gesehen haben, ganz eingegrenzte Bereiche, NetWare, Server, sonst nichts adressiert haben. Apple zu dem Zeitpunkt Desktop, sonst nichts. Oder nichts Relevantes, aber ein bisschen Workgroup-Server und so. IBM mit einem ganz, ganz klar auch dort Desktop-orientierten Produkt zu dem Zeitpunkt. Haben es nicht geschafft. Sie haben es einfach nicht geschafft. Und das sind jetzt nun mal nicht gerade kleine und man kann jetzt auch nicht allen Innovationen abschließen. NetWare war ein Pionier. Es ging einfach nicht. Es geht nicht. Man kann sich dann viele Gedanken darüber machen, warum das eigentlich jetzt nicht geht. Aber was für uns, denke ich mal, reichen soll, ist, wir wissen, wie es geht. Wir können das, was die nicht konnten. Das haben die gemerkt. Und deswegen haben sie dann irgendwie, weil was sollten sie tun? Ganz aufhören, zumachen oder Strategie ändern? Haben sie Strategie geändert. War den Aktionären lieber. So, heute erzählt einem dann zum Beispiel Apple das auf seiner Webseite. Ja, with its open source, core based und FreeBSD. Mach 3, Mac OS X is the best Macintosh operating system ever for Unix users. Ist eine nette Umdefinition irgendwie, ne, zu sagen, ist ein Macintosh-System. Macintosh ist tot. Aber okay, gut, halt ist halt ein Zombie irgendwo. Und was in Wirklichkeit aber dahinter lebt, ist uns allen klar. Das ist klar, das ist Unix halt eben. Die Idee dahinter ist eine ganz klare und die können wir auch in anderen Beispielen sehen. Man stellt sich einfach die Weltkugel vor, was ist die Erdkruste? So dünn. Und das ist das, was Apple fertigen möchte. Und alles, was drunter ist, das nimmt sie halt eben mit. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, wie viel jetzt auf der anderen Seite, damit es ein Ökosystem ist, muss geben und neben sein, wie viel jetzt Apple davon auch wieder zurückgibt. Aber auch dazu gibt es keine genauen Zahlen, sondern sagen wir mal eher klare Meinungen. Okay, IBM muss ja irgendwie vorkommen, wenn man über IT-Business redet, ist IBM dabei. Our Linux strategy is integrated in every part of IBM. Running Linux on a complete range of e-server hardware, enabling all of our key middleware on Linux, offering support, education and services for Linux. Das ist der IBM Software Senior Linux Strategist. Also das ist die Meinung von IBM. Ja, also auch wenn wir jetzt mal hin und wieder noch von einem Geldautomaten mit OS 2 drin stehen, sowas gibt es Tatsache noch und noch so im Banken- und Finanzenbereich, da immer noch diese Software vorfinden, hat man ganz, ganz klar gewechselt, was sollte man tun und ist wirklich auf diesen Zug draufgekommen. Und wieder mit dem Gedanken, wir können uns diese ungeheuren Werte, diese Milliarden an Werte, die geschaffen sind, einfach mit Add-on-Diensten, Add-on-Software, anderen Dingen teuer bezahlen lassen. Nach eigenen Angaben, IBM macht da, glaube ich, mittlerweile 2 Milliarden mit dieser Art Geschäft im Jahr. Ja, das ist einfach so für verstorbene Freunde. Ich habe auch mal früher mal sowas wie NetWare-Dinger installiert, ganz lange her, 1983 bis 2005. Der Screenshot ist natürlich neuer, aber 2005 hat man wirklich aufgehört, das zu entwickeln. Novell hat auch seine Strategie geändert. Bisschen anders als Apple und IBM. Weil Novell, als es in diesen Markt reingegangen ist, war richtig am Ende. Sagt jetzt das. Okay, wie konnte das passieren?
Es passieren immer ganz komische Sachen. Das ist für uns, ich denke mal, hat so ein bisschen mit europäischer Kultur zu tun, manchmal gar nicht so richtig vorstellbar, wie so amerikanische Wirtschaft funktioniert. Also es ist immer wieder erstaunlich und immer wieder lustig. Man kann dann so Ticker so Sachen lesen und so. Ist wirklich richtig spannend. Bei Novell gab es ja einen großen Aufschrei, speziell so in dem, was man so Open-Source-Community nennt, weil halt eben Microsoft da richtig Geld rein investiert hat. Wenn man sich das mal anguckt, wie wurde Novell halt eben ein Linux-Software, wie hat Novell gelernt oder auf welche Art versucht Novell halt eben von Linux und Open-Source zu profitieren, dann war das so, dann gab es mal dieses Unternehmen SUSE mit dem komischen Tier und ja, das war auch eine gute Idee und so, hat aber nicht so richtig Geld gemacht. Es ging nicht so richtig ab, halt eben. Und auf einmal, staunen, 2003 glaube ich, geht Novell hin und kauft SUSE. Für 210 Millionen Dollar, glaube ich. Also richtig viel Geld, haben alle also schwer gestaunt, boah, und vor allem, wo hat Novell das Geld her? Ja, man wusste es nicht. Aber man fand es relativ schnell heraus, weil was wiederum sehr schön ist in den Vereinigten Staaten, ist, da sind sehr hohe Offenlegungspflichten, also man kann immer relativ genau mitkriegen, es passiert halt eben so viel, dass man nicht alles auf dem Schirm kriegen hat. Zum einen, man glaubt es ja wirklich nicht, IBM hat 50 Millionen dazu getan, weil aus strategischer Erwägung, IBM konnte SUSE nicht kaufen, also haben sie Novell ein bisschen unter die Arme gegriffen, haben 50 Millionen dazu getan, hat es also nur noch, statt 210 nur noch 160 Millionen gekostet. Hat schon mal geholfen. Zum Beispiel diese Zahlung von 50 Millionen von IBM war auch damals, ist glaube ich über Vorzugsaktien erfolgt, zwingend daran gebunden, dass Novell sagt, okay, wir kaufen dann SUSE. Also IBM hat gesagt, wir geben euch 50 Millionen, wenn ihr SUSE kauft. Abgefahren finde ich das. Ich meine, das sind Konkurrenten, denkt man sich, wenn man naiv ist natürlich. Aber ich bin manchmal so. Ja, okay, was passierte weiter? Ist ein bisschen ein wirrer Satz jetzt so vielleicht. Ist ein Zitat von dem Mann, dessen Namen ich so schlecht aussprechen kann, aber der ist CEO von Novell immer noch. Und ja, das hat er dieses Jahr gesagt. Also Novell muss ja immer so schön die Zahlen vorlegen und dann wird so aus diesem Puzzle fügt sich dann ein erkennbares Bild zusammen. Novell hat also im ersten beiden Quartalen haben sie, glaube ich, 91 Millionen an Umsatz generiert in 2007. Von 73 Millionen im ersten Quartal, also das zweite Quartal, muss ein Desaster gewesen sein. Ich meine, 18 Millionen, also ich weiß nicht, es gibt Großbäckereien, die machen mehr. Okay, 240 Millionen, da steht mal eine richtig hohe Zahl. Das wird man ja eigentlich als Quartalsumsatz von so einem Unternehmen wie Novell erwarten, aber ist nicht der Quartalsumsatz, ist es nicht. Das ist nämlich das Geld, für das Microsoft Coupons für Slash gekauft hat. Also für den Enterprise-Server von SUSE, jetzt Novell. Haben die einfach mal so bezahlt. Das sind umgerechnet 70.000 Installationen. Also sind Gutscheine für 70.000 SUSE-Server-Installationen. Und das Geld, eben 38% von diesen, das sind eigentlich diese 73 Millionen aus dem ersten Quartal, das sind diese Coupons. Das war schön, weil Novell brauchte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 68 Millionen, um zumindest plus minus null abzuschließen. Deswegen sind sie damit mit 5 Millionen Dollar ins Plus gekommen. Durch diese Coupons, die sie eingelöst haben. Diese sind 38%, ist deswegen interessant, weil diese 240 Millionen auf 5 Jahre portioniert gewesen sind. Und Novell hat jetzt mal schnell schon fast die Hälfte abgerufen, weil hat gebrannt. Wir werden das nächstes Jahr, wenn wieder Jahresbilanz ansteht, bei Novell wiedererleben. Vielleicht aber schon vorher, mal gucken, wie es so läuft. Okay, Tatsache ist, das sind eine ganze Menge, man kann sich das jetzt mal ausrechnen, wenn man Spaß hat. Wie viele von diesen Linux-Servern sind das eigentlich? Und da muss man sich mal überlegen, wo zum Henker tut Microsoft die hin? Ja, irgendwie, entweder haben sie gesagt, ach, ist nur Spaß. Also wir wollen einfach, dass es diese Linux-Leute, die sollen sich auch mal gut fühlen, deswegen kaufen wir jetzt ganz, ganz, ganz viele Lizenzen ab. Oder die liegen irgendwo in einem Keller rum oder... Also es ist real existierendes Geld, das ist das real existierende, glaube ich, da dran. Okay. Andere Praxis mit dem Geschäft umzugehen, Red Hat. Red Hat macht super, super, erzählt super Sachen auf der Website. Das ist alles so ein bisschen, klingt super. Okay, muss man aber neidlos anerkennen und ganz, ganz klar sagen, ist der Vorreiter von Open Source Business im Unternehmensbereich. Also gibt es keinen, der da jetzt so halt irgendwo rankommt. Ist aus
dem freien Software-Gedanken heraus entstanden, ist jetzt nicht eben so weit in Abgrenzung zu den anderen Modellen, jetzt nicht jemand, der seine Strategie geändert hat oder irgendwas on top gemacht hat oder irgendwie versucht hat, an Kohle zu kommen oder was weiß ich, es für Motivationen gibt, sondern da steht halt eben schon das Bedürfnis dahinter, ein Open-Source-Business-Modell zu machen, soweit und auch eine unternehmerische Kreativität und Freiheit, soweit die für ein börsennotiertes Unternehmen überhaupt noch möglich ist heutzutage. Ja, ist insoweit auch der Platzhirsch, 5 Milliarden hat im Open-Source-Business, glaube ich, kein anderer zu bieten. Ja, das sind so die Umsätze im Vergleich dazu. Ist ganz ordentlich, wenn man jetzt nicht gerade die Microsoft-Umsätze jetzt mal daneben stellen will. Aber ist okay. Entschuldigung, vielleicht etwas naive Frage, was ist denn eigentlich eine Marktkapitalisierung? Das ist der Aktienwert. So habe ich das gelernt, glaube ich. Aktienwert. Ich hoffe, ihr habt was Richtiges gesagt. Okay. Gut, wollen wir mal auch mal wieder, ich finde es immer gut, wenn man so große Summen hat, man muss sie sich irgendwo in Relation bringen zu Dingen, die es irgendwie gibt, damit man das besser begreifen kann. Und was kann ich mir denn für sowas schon kaufen? Für 5 Milliarden. Also ein halbes, wir haben jetzt schon mal gelernt, für 5 Milliarden kriege ich ein halbes Betriebssystem. Theoretisch. Okay. Mal hier so die Kosten gegenübergestellt. Das ist so das mal, was halt eben Teile wert sind, das beantwortet die Kernel. Frage, insoweit, wenn man dem jetzt glauben kann, von vorhin, also die Kernel Source von 268er wird hier taxiert auf fast 1.882.000.000 und ja, hat 4 Millionen Codezeilen. Kann man so die Gewichtung, Kern, Gesamtsystem auch von der Werthaftigkeit sehen. Also es macht, der Kern wird jetzt, wenn man dem Folgen macht, würde man sagen, wird etwa 10% des Gesamtsystems darstellen. Okay. Wenn man sich jetzt überlegt, es gibt also eine Reihe von Unternehmen, die haben das als Businessmodell erkoren, vielleicht eine Reihe von Anwesenden, die wollen das tun oder tun es bereits. Wie viel tragen die dazu bei? Wieder Debian, schöne Zahlen gibt es dazu. Haben wir vorhin schon gesehen, die in der ersten Spalte grob, das ist das, was Unternehmen dazu contributen. Das ist erstaunlich wenig für das, was zum Teil an Trara darum. In welchen Geschäftsbereichen wird da halt eben im Open-Source-Bereich Geld generiert? Service, Support, in Distribution und ein Teilchen auch im Retail. Das haben wir so ein bisschen aufgegliedert hier drin. Und das Service, ich finde, Softwareentwicklung ist in meiner Denke, ist ein Service, ist eine Dienstleistung. Ist so, in der Open-Source-Welt ist es das einfach zwingend. Ich gebe die Quellcodes mit, ich verkaufe Unabhängigkeit, ich verkaufe Freiheit. Also ich denke, das ist ein Service und ich gebe jetzt nicht irgendwelche Quellcodes raus und die verlassen meinen Besitz und jemand anders nimmt sie in Besitz. Ich denke, es ist eine typische Dienstleistung. Consulting ist ein wichtiger Service, ein ganz großer Teil zum Beispiel der IBM-Umsätze im Linux-Open-Source-Bereich kommen aus dieser Ecke heraus. Ein anderer großer Teil über die Hardware, die man deswegen verkaufen kann, weil man Linux oben drauf tun kann. In Distribution gibt es zwei große Bereiche. Es gibt Nischendistributionen, die viele Spezialfälle sind, Echtzeitsachen, Embedded-Geschichten, viele andere Dinge. Und es gibt die Mainstream-Distributionen da drin. Ups. Okay. Support wird, denke ich mal, zum einen gegen Projekte verkauft. Das heißt, Leute setzen schlicht und einfach Lösungen ein, wo ich drin Firmen bin, wird Dienstleistungen darüber verkauft. Es bilden sich manchmal um Projekte Firmen, manchmal Projekte aus Firmen heraus unterschiedliche Modelle. Sind für mich stark Support- oder Service-orientiert. Und natürlich für die fertigen, verpackten Produkte, die es auch in diesem Markt immer stärker gibt. Boxprodukt heißt für mich nicht nur, muss in der Schachtel kommen, aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein stabiles Samba nehme, das ist für mich ein in sich geschlossenes Produkt, das schraube ich in den seltensten Fällen in dem Produkt selber hin, das lasse ich dann, wenn machen, das kann ich als Kiste verkaufen, kann ich aber supporten. Das ist ein ganz, ganz typisches Szenario, glaube ich. Wir sehen also jetzt hier dieser typische Handel, der Retail, wie man in vielen anderen Branchen oder auch in der proprietären Softwareentwicklung sicherlich nicht unerheblich hatte und auch heute trotz Internetdistribution immer noch hat, spielt da keine Rolle für diese ganzen Modelle. Weil ich über den Handel eigentlich im Prinzip nur Fertigprodukte erfolgreich verkaufen kann. So ist zumindest jetzt die Situation, also wenn man mal versucht, irgendwie mit versucht freie Software-Services über die Retail-Mechanismen zu verkaufen, sieht man, dass das nicht funktioniert. Okay. Was mir jetzt gerade gefehlt hat, Training und Zertifizierung, hast du gar nicht erwähnt. Ja, habe ich einfach oben alles auf Service geworfen, was man einfach hier macht. Aber danke, sollte man vielleicht nochmal extra, stimmt. Okay. Wie läuft das denn so, das Geschäft mit Training und Zertifizierung? Ja. Kannst du da Zahlen sagen? Nein.
Schade. Okay. OSF-Geschäftsmodelle, wie kommt das zustande? Mal ganz kurz dazu sehe ich halt eben Initiativ, das heißt, ich starte selber etwas heraus, also zum Beispiel, ich finde MySQL ist ein Beispiel für eine Initiative, für ein initiatives Ding, ich schaffe etwas Neues, dann halt eben raus und das im Rahmen eines Open-Source-Geschäftsmodells drin. Kooperativ, ich agiere zusammen mit bestehenden Lösungen, baue auf anderen Lösungen halt eben mit auf und interagiere mit denen, gehe in die Projekte rein, unterstütze das. Adaptiv bedeutet für mich, dass ich die Mechanismen, die in freien Softwareprojekten drin sind, mit übernehmen und in meine Unternehmen mit einpflege, dass ich die Kultur meines Unternehmens daran orientiere. Also wer gestern zum Beispiel den MySQL-Vortrag, der irgendwas mit Kathedrale, Window irgendwie hieß, gesehen hat, der hat da einige Beispiele dafür gesehen, also was MySQL dann zum Beispiel versucht, um das jetzt eigentlich sogar noch stärker nach vorne zu tragen, also diese Interaktion und Handlungsmuster, wie sie halt eben in Projekten auftauchen, in das Unternehmen mit zu integrieren und die Schnittstellen nach außen zu öffnen. Okay, parasitär gibt es natürlich auch. Das ist klar. Das sind die, die den überwiegenden Teil der Anwesenden hoffentlich auf den Geist gehen. Das ist das Nehmen ohne zu geben. Das sind die Leute, die in der WG nie die Küche aufräumen. Okay, ja. Und klar, Dotcom und so. Ne? Völlig unklare Geschäftsmodelle erleben wir natürlich auch in diesem Bereich, weil speziell, glaube ich auch, also in Deutschland ist das gar nicht so, in Europa nicht so verbreitet, weil da eher ein konservativeres Investitionsverhalten ist. In anderen Ländern der Welt wird für völlig verrückte Business-Konzepte basierend auf Open Source Geld ausgegeben, wo man keine Nachhaltigkeit sehen kann und höchstens vermuten kann, was der Plan ist. Vielleicht take the money and run oder so. Okay, also ich will jetzt was dazu sagen. Was ist das Besondere eigentlich oder warum passt das besonders gut, finde ich, nach Europa? Wir haben schon gesehen, es sind halt eben sehr, sehr viele Entwickler hier. Das macht Sinn. Zum anderen habe ich so aus meiner eigenen Tätigkeit heraus, kenne ich sehr, sehr viele Unternehmen, die in diesem Bereich halt eben aktiv sind. Und wenn ich mir überlege, was haben die halt eben so gemeinsam, das sind halt eben, und was machen die so, das sind Produkthersteller, Entwicklungshäuser, Systemhäuser, sind in der Regel kleine und mittelständische Unternehmen, muss man sagen. Das ist also wirklich der allergrößte Teil davon. Das ist wirklich ganz, ganz typisch für europäische Open-Source-Unternehmen. Was haben sie noch an typischen Dingen? Sie sind technologisch orientiert, also es gibt eine ganze Menge, also fast schon üblich und normal ist, dass es ein Uni-Spin-Off ist, also wenn 5 Unternehmer an einem Tisch sitzen oder Unternehmen am Tisch sitzen, sind wahrscheinlich 2, irgendwie haben ihre Wurzeln in Spin-Offs von Universitäten und Hochschulen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Ding, das eigentlich viel mehr ja, auf eine andere Art Förderung erfahren sollte. Auf eine nicht marktverfälschende. ja, Community-Hintergrund ist eine andere Sache, sind in der Regel Inhaber geführt, stark personenorientiert. Es gibt starke Leitfiguren, starke Treiber in diesen Unternehmen drin. Sind kommunikationsstark, das muss man auch sein, glaube ich, im Open-Source-Geschäft. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Und innovativ. Das sind alles, finde ich, die typischen Merkmale der Open-Source-Unternehmen. Diese Unternehmen, warum jetzt ein mittelständisches Unternehmen sich in diese Richtung entwickelt, hat einfach den Grund, dass es in diese Richtung irgendwo gedrängt wird. Es gibt einen Sog, der dahin zeigt. Das hat was damit zu tun, wenn ich mit Software Geschäft machen möchte. Und das ist eine unmittelbare Erfahrung von mir selber halt eben gewesen, so über die Jahre, wo ich das jetzt betreibe, ist, dass wenn man mit proprietärer Software die ganze Zeit agiert, dann geht das, wenn man jetzt sich Service Support macht und tageweise bezahlt wird, einfach irgendwann richtig auf den Geist. Weil man viele Potenziale, die man eigentlich unternehmerisch sieht, nicht für sich erschließen kann und ständig in der Abhängigkeit hinterherläuft. Das heißt, man lernt, Produkte zu featuren, zu unterstützen, zu erweitern, zu machen, die abgekündigt werden. Zack. Wo die Leute einfach in den Regen gelaufen sind und so. Also das ist nur ein Beispiel. Man ist von der Lizenzpolitik abhängig. Man möchte irgendwas verkaufen, aber der Hersteller zwingt durch irgendein Modell einem dazu, den Kunden so viel Software ins Haus zu stellen, was er gar nicht braucht. Aber er muss es lizenzieren. Schränkt dann alles ein. Mit anderen Worten, was ich auch gemerkt habe und ganz, ganz pragmatisch gesehen habe, ist, wenn ich proprietäre Software verkaufe oder auf Basis davon agiere, muss ich ständig irgendjemandem Geld abgeben und sehe es irgendwie nicht ein, warum. Warum muss ich das? Ich muss das nicht. Wenn ich halt eben Open Source basiert agiere, dann gebe ich lieber in der Gemeinschaft was zurück. Ist irgendwie viel ehrenhafter, macht deutlich mehr Spaß, macht dramatisch mehr Sinn und ich kann mitgestalten.
Und ich bin jetzt nicht irgendwie jemanden, den ich mit Lizenzzahlung irgendwo hin bediene, ohne dass ich irgendeine Möglichkeit habe, auch Einfluss zu nehmen darauf. Das ist irgendwie so ein bisschen sowas wie eine Art, finde ich, eine Art Versklavung oder Zehnten abgeben oder Leibeigenschaft. Das, die Abhängigkeit ist, kann einfach so stark werden, speziell wenn man, wie ich, in den Markt eingetreten ist, wo es halt eben eine deutlich über 90%ige Monopolstellung eines einzigen Anbieters gegeben hat damals, die jetzt zum Glück da was aufbricht, und zwar in vielen erheblichen Bereichen. Also das war dann für mich irgendwie so, als gäbe es so eine Art, Microsoft war schon gar kein Unternehmen mehr, sondern wie so ein Land, wo alle zwangssteuerpflichtig sind hin, egal wo sie leben. Gibt es auch immer wieder Interessen und Bestrebungen heute, siehe Patente, dieses System ja immer weiter am Leben zu halten. Jenseits jeglicher Sinnhaftigkeit für uns hier, muss man ganz, ganz klar sagen, es macht für uns ökonomisch keinen Sinn und sonst, ansonsten auch überhaupt gar keinen Sinn. Es bringt uns gar nichts. Das ist reine Versklavung, sonst nichts. Okay, habe ich also gedacht, geht anders. Das war die kurze Variante. Es gibt systemische Nachteile. Ich habe jetzt nur einfach mal so ein paar aufgelistet. Wieso halt eben kleine und mittlere Unternehmen von proprietärer Software benachteiligt sind. Erstmal proprietäre Software, dadurch, dass sie geschlossen ist, also Closed Source, ermöglicht Wiederverwendung nur dem, der eben die Quellen hat, der in diesem geschlossenen Kreis eben innen drin ist. Wenn das ein kleines Unternehmen ist, ist einfach die Basis so gering, dass ich keine vernünftigen Netzwerkeffekte einstelle, sondern nur im sehr kleinen Bereich. Das heißt, das funktioniert in Nischen, ich sage jetzt auch mal extreme Nischen, aber wenn ich breiter wäre, funktioniert es nicht. Das ist ein ganz, ganz klarer Wettbewerbsnachteil. Den kann ich nicht ausgleichen als kleines Unternehmen. Es geht einfach nicht. Noch nicht mal als mittleres Unternehmen. Und wie wir gesehen haben, was klein und mittel in Bezug auf Informationstechnologie und große Systeme bedeutet, haben wir eingangs gesehen. Ein Betriebssystem kostet 10 Milliarden. Einschränkungen der Rekombination durch Nutzungslizenzen, das andere Prinzip. Das heißt, Sachen neu zu arrangieren, halt eben Produkte zu bauen, durch halt eben Komposition oder Aggregation anderer, man muss sich auch mit Open-Source-Lizenzmodellen auseinandersetzen, um da richtig sauber und effektiv zu arbeiten. Aber das mit proprietären Lizenzen zu machen, geht einfach nicht. Hat man ein wichtiges Teil drin, dann ändert der Hersteller seine Lizenzpolitik, fällt unter Umständen das ganze Produkt mit um. Geht nicht. Okay, das eben schon angesprochene, halt eben die Vorteile für Großunternehmen durch Netzwerkeffekte, Cross-Licensing. Cross-Licensing kann man jetzt auch durchaus wirklich oder sollte man durchaus ausdehnen auf Patentpools. Das ist die Gefahr, aber das will ich gar nicht so stark jetzt dann thematisieren, weil das ist wirklich für alle KMUs so und hat mit Open Source im Speziellen eigentlich gar nichts zu tun. Das bedroht jeden. Jeder, der nicht in der Lage ist, an so einem Pool mitzumachen, muss bezahlen oder wir schaffen es uns, erfolgreich zu werden und uns unseren eigenen Rechtsraum zu verteidigen. Sonst weiß ich nicht, warum wir nicht schon direkt nach dem Krieg alle Amerikaner geworden sind, wenn wir das alles so machen müssen wie die. Es bringt uns nicht. Wir halten diese Lizenzen nicht. Wir werden an diesem Cross-Licensing-Spiel nicht teilnehmen dürfen, sondern oder doch teilnehmen dürfen, aber nur mit einer einzigen Rolle. Wir dürfen bezahlen und sonst dürfen wir nichts. Für Unternehmer ein Grauen. Für mündige Menschen auch. Okay, Risiken. Wenn man ein kleines und mittelständisches Unternehmen hochzieht, dann sieht man halt eben das eigenfinanzierte Wachstum, das ist begrenzt. Es ist schwierig, eigenfinanziert zu wachsen. Aus dem, was man halt eben selber verdient, das wieder so zu investieren und damit groß zu werden, dauert sehr, sehr lange. Man muss sehr, sehr viel Luft dafür haben. Man darf sehr wenig Fehler machen. Der Zeitraum, in dem man Fehler machen kann, ist sehr, sehr groß. Halt eben, das ist nicht gerade einfach. Es gibt wenig Risikokapital für serviceorientierte Businessmodelle, ist ein anderer Punkt. Es ist eben schwierig, wenn man mit Banken redet, mit Geldgebern redet, die wollen irgendwo einen materiellen Gegenwert haben. Das ist für die schwer vorzustellen, also dass sich diese Services natürlich materialisieren in Wert, ist schwer für die vorstellbar. Für viele, dann ist es noch Neuland in Strategie und Umsetzung. Das heißt eben, man muss sowohl für sich selber neue Sachen entdecken, viel daran zu lernen. Es gibt noch nicht so viele Best Practices. Es gibt auch noch nicht die Wirtschaftssenioren im Bereich Open Source Unternehmen, die da mal reingehen können und den Nachfolgenden da helfen können. Es gibt Beispiele, an die man sich orientieren kann, aber man betritt Neuland, denke ich schon. Und wir haben noch zu geringe europäische Vernetzung. Das ist halt eben ganz, ganz für serviceorientierte Unternehmen, die jetzt nicht in Richtung Standardprodukt tendieren, Datenbank anbieten oder einen Applikationsserver oder irgendwas anderes, ist es das Problem, dass ihre Märkte dadurch auch regionalisiert sind. Und es ist einfach leichter. USA, Kanada stellt halt eben einen sehr, sehr großen Markt dar. Europäische Einzelländer für sich selber eben nicht.
Und da fehlt es einfach wirklich noch an Vernetzung, dass man eben in der Lage ist, als französisches Unternehmen erfolgreich in Deutschland zu verkaufen, als deutsches und erfolgreich in England und ähnliches. Das sieht man halt eben in Einzelfällen jetzt schon, aber das muss wesentlich breiter gehen. Insoweit stellt es ein Risiko dar. Okay, Chancen haben wir eben gesehen schon, Rekombination, Code Reuse, weniger Forschungs- und Entwicklungskosten, nochmal erfahrene Entwicklungsressourcen. Es gibt also wirklich super, super, super viele Open-Source-Entwickler in Europa, in Deutschland. Das macht Sinn. Und man hat natürlich ein dramatisch schnelleres Time-to-Market. Okay. Ja, ja. Ich halte die andere Hälfte von dem Vortrag nochmal woanders. Danke. Ganzheitlich denken und wirtschaften. Also, was man machen muss, man braucht halt eben eine Strategie. Es ist irgendwie schön zu gucken, aha, es gibt freie Lösungen hier und da, ich suche mir das alles zusammen. Wenn man ein Unternehmen aufbauen will, braucht man halt eben eine Strategie und diese Strategie soll berücksichtigen, muss berücksichtigen, was halt eben die systemimmanenten Bestandteile sind, was treibt freie Software, was treibt Open Source an. Und das muss ich versuchen, mit in mein Unternehmen hineinzutragen. Wenn man hier Unternehmen sieht, die auch diese Veranstaltung fördern, wie jetzt meine oder, was haben wir auch gesehen, Freiheit oder sowas, die haben es explizit auf ihrem Werbematerial halt eben mit stehen, wie sie da zu integrieren versuchen. Der ganzheitliche Aspekt ist wichtig, wichtig, wichtig. Okay. Das Prinzip Freiheit für Anbieter und Kunde optimal nutzen. Prinzip Freiheit, den Regelkreis, den ich am Anfang angesprochen habe, den ich heute mangels Zeit nicht zu Ende darstellen werde können. Man soll den Kunden in den mit einbeziehen. Es gibt da Werte drin, die soll man mit zum Kunden tragen. Man soll dem Kunden diese Offenheit zeigen. Man soll zu einer anderen Ansprache gegenüber dem Kunden kommen. Nicht gegenüber dem, das muss dich alles gar nicht interessieren, zu dem, das darfst du alles überhaupt gar nicht wissen. Dich geht was an, dass das Zeug läuft, was ich dir dahingestellt habe. Sondern ich nehme dich mit. Das ist ein großer, großer Wert. Wenn ich, eine MySQL-Datenbank unternehmenskritisch einsetze, habe ich die Möglichkeit, mit dem Hersteller zu reden. Und habe eine Möglichkeit, Einfluss dort zu nehmen. Wenn ich mich gut in der Community platziere und mit der agiere, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst bei einem, ansonsten mit einem halt eben aus der Firma heraus entstandenen Projekt, auch dort eben möglich, das zu tun. Und in den Projekten auf der anderen Seite erst recht, da kann ich halt eben mitgestalten. Und da soll man den Kunden halt eben wirklich mit reinnehmen, was nicht bedeutet zu sagen, hier guck mal hier, ich zeig dir jetzt mal die Samba-Quellen, dann weißt du, wie du die Datei von dem Share kriegst, sondern dahingehend, dass man offener Kommunikation, dass man, wie man mit Anforderungen umgeht und alle anderen diese Dinge, wie sie in Projekten halt eben üblich sind, versucht mit dem Kunden auch zu leben. Dann kann man nämlich als KMU, als mittleres Unternehmen einen ganz, ganz anderen Mehrwert bieten. Auch als kleines Unternehmen, auch als Einzelkämpfer, wenn man unterwegs ist. Diese Nähe ist der wirkliche Mehrwert und man kann diese Nähe, ist systemimmanent in Open Software eingebaut. Und deswegen kann man sie da besonders gut nutzen. Weil man ist nicht gezwungen, rauszugehen, dem Kunden irgendwas erzählen zu müssen. Oder nicht erzählen zu dürfen. Zum Beispiel, wie lange das noch supported wird, was man eben gerade verkauft. Oder nicht supported wird. Okay. Ich muss mal ein bisschen schneller hier. Ich nenne das Open Strategy. Das heißt, dass man in diesem Spannungskreis Open Source, Open Business, Open Strategy halt eben sich dessen bewusst ist. Das sind halt eben drei Größen da drin, aber es ist ein logischer Weg, der einen halt eben dahin führt, als Unternehmer strategisch in Open Source zu denken. Macht dramatisch mehr Spaß, geht in der proprietären Welt nicht so gut. Wie sieht so ein Unternehmen aus? Eben schon gesagt, Offenheit der Prozesse, Integrationsfähigkeit, Erweiterbarkeit. Was ist der Mehrwert, der geboten wird zum Kunden hin? Flexibilität, Unabhängigkeit, Zukunftssicherheit. Und was verbindet das Ganze? Das sind die partnerschaftlichen und kundenorientierte Lösungsfindung, das Mitnehmen. Ich habe eben häufig nicht diesen Box-Product-Charakter, wo das Produkt so ist und zu ist und sage dem Kunden, ändere deine Prozesse. Manche erinnern sich an die Hochzeit des Business-Reengineerings, wo man dem Kunden halt eben erklärt hat, wie meine Software passt nicht. Nee, dein Unternehmen ist verkehrt. Also brauchen wir heute nicht mehr, sondern da können wir wesentlich eher mitnehmen. Genau. Und hier unten steht grün und glücklich der Kunde. Nochmal als Grafik wird es alles hier, gibt es ja auch zum Runterladen und sonst was so, kann man sich nochmal angucken, ist nochmal ein anderer Blick halt eben da hier rein. Ich will noch ganz, ganz kurz auf einen Aspekt hieraus eingehen und zwar auf das Thema Standards.
grob gesagt sind das die Bausteine, aus denen sich, glaube ich, unser OpenStrategy-Projekt halt eben Unternehmen speist. So funktioniert das zumindest bei uns. Standards spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Standards sind deswegen wichtig, kann man sich ja klar vorstellen, wo viele Systeme miteinander interagieren. Oh, kann ich es mal weglassen hier? No. Wo viele Systeme miteinander interagieren, brauche ich halt eben Standards, damit die miteinander reden können. Ich muss halt eben, Standards sind halt eben, Entschuldigung, festgeschriebene Schnittstellen, auf deren Basis ich halt eben Welten zusammenbringen soll. Deswegen stehen hier auch durchaus proprietäre Produkte drin, die ich darüber mit zusammenbringe und auch proprietäre in Anführungszeichen Standards. Die Anführungszeichen deswegen vielleicht als, naja, früher hat zum Beispiel der Bayern-Kurier immer DDR in Anführungszeichen geschrieben. So, deswegen schreibe ich Standards, proprietäre Standards in Anführungszeichen. Ja, früher. Okay. Mit den Standards früher. Habe ich so wahrgenommen. Standardisierung ist technisch getrieben gewesen. Das heißt, da sitzen Ingenieure und überlegen sich, wie können Systeme miteinander zum Beispiel reden. Das hat man, also hat man gesagt, Marketing, Sales, du bleibst draußen. Finance, was willst du hier? Verstehst hier nichts. Ja. Eben. Und das Ziel ist ja einfach wirklich gewesen, Interoperabilität, Kollaboration war der Prozess, in dem man Interoperabilität erreicht hat. Nie so ganz rein so in dieser Welt. Es hat natürlich da auch schon vor Jahrzehnten Versuche gegeben, das anders zu handhaben. Was wir aber heute in der IT ganz, ganz klar und mit einer, sagen wir mal, hemmungslosen Offenheit vorgelebt von den großen Spielern sehen, ist Standardisierung auf industriegetriebenem Niveau. Das heißt, Standards zur Marktabschottung. Das ist das, was Industrie heute will, was die Großindustrie heute möchte und was sie praktiziert. Wir erleben da unterschiedliche Diskussionen von, man kann das an den schon fast aberwitzig entgleisten Streit um zum Beispiel Office-Formate halt irgendwo sehen. Das ist aber genau der Kern des Geschäftes, um den es die geht. Die wollen halt eben nicht mehr nur die Leute durch die Software auf ihren System binden, wo sie sehen, oh, das läuft uns weg. Und es ist ganz, ganz klar so. Es wird einfach so sein, es ist nicht aufhaltbar, dass irgendwann wirklich ein relevant großer Prozentsatz von Systemen, sagen wir mal Desktops, unter Linux halt eben läuft. Also, was muss ein großer Hersteller wie Microsoft tun, um die Leute zu binden? Er muss sich die Standards holen. Das ist auch viel besser und viel billiger. Da muss ich nämlich keine Betriebssysteme herstellen, sondern ich verlange einfach Wegezoll, wenn du das benutzt, was ich behaupte, erfunden zu haben. Das ist letztendlich dasselbe, das Patentthema in einem anderen Gewand. Aber man kann es viel cooler und viel eleganter einpflegen, weil es ist nochmal eine Ebene abstrakter. Da geht dann sowieso keiner mehr mit. Deswegen werden Standards in dieser Richtung heute instrumentalisiert. Ja, schade ist halt eben dabei, habe ich jetzt auch, wurde mir dann halt eben durch ein freundschaftliches Gespräch noch viel bewusster gemacht, Standardisierung ist eine hoheitliche Aufgabe, so sollte das wirklich sein. Das ist aber leider nicht so, weil die Standardisierung bei uns, die wird einfach delegiert an irgendwelche Teile, wo man eigentlich gar nicht weiß, wieso nehmen sie sich das Recht irgendwie zu bestimmen, wie das oder das aussieht. Das ist dann eher so ein Sympathieding, dass man sagt, okay, W3C-Standards, die sind irgendwie okay, und weil die sind in Ordnung. Und OASIS, ja, keine Ahnung, wer wird schon in Ordnung gehen, keine Ahnung, ist groß, keine Ahnung, weiß nicht. DIN, ja, weiß nicht so, wieso dürfen die das überhaupt bestimmen? Man weiß es nicht, es ist einfach so, man hat denen gesagt, ihr dürft, ihr macht das schon richtig, ist gut. Und am besten, das soll uns nichts kosten, ihr werdet von der Industrie finanziert. Ja, super Idee. Da kann ja auch eigentlich nur völlig sachlich getriebene, technisch hervorragende, autonome Standards bei rauskommen. Weil, ach. Ja. Okay. Warum wird das gemacht, ist, denke ich, einigermaßen klar. Erzeugt einen strategischen Mehrwert für die eigenen Produkte. Man muss dann auch wirklich sagen, wenn man sich damit beschäftigt, ist auch schon wirklich ganz witzig und spannend, weil manchmal ist ja auch interessant, was steht in so einem Standard nicht drin. Also gezielte Auslassung als strategisches Werkzeug, da gibt es also Leute, die sind richtig dafür ausgebildet, geschult und tun wahrscheinlich ihr gesamtes Berufsleben nichts anderes als sowas. Wie, da definieren wir mal, was weiß ich, Security, schreiben wir mal irgendwas Nebulöses. Dann kann unser tolles Middleware-Produkt super, super Security, und die anderen wissen nicht so genau, wie es geht. Und wenn der Kunde einmal meine Plattform eingesetzt hat, dann muss er auch darauf bleiben, weil es gibt die Interoperabilität dann nicht. Das ist die Idee davon. Ich sage jetzt mal nicht, wer das macht. Die andere Sache ist halt eben Standards mit Lizenzpflichten. Lizenzkostenpflichten stellen wir deren Pflichtlizenznehmer dar. Das wollte ich nur noch kurz reinwerfen, wer so das verfolgt hat. Unsere Bundesregierung hat die Gelegenheit verstreichen lassen,
mal klar und explizit zu sagen, ein solcher Standard, wenn ich das durchsetzen will, muss nutzungslizenzkostenfrei sein. Das ist eine Minimalanforderung. Das haben Sie versäumt, das haben Sie einfach aus der Standarddefinition herausgelassen, das haben Sie bewusst getan, denke ich mal, wie Sie andere Dinge auch bewusst tun, die, wo man sich fragt, die sollen doch eigentlich für unseren Wirtschaftsraum sein. Deutschland, Europa, klar, ganze Welt, aber doch erstmal hier. Warum machen die das? Diese ganzen Lizenzen, um die es da geht, die bezahlt werden, die Lizenzhalter, wie schon gesagt, die sitzen alle nicht hier. Hat man weggelassen. Das bedeutet letztendlich, es kann sein, dass man sagt, ich führe als Standard von allen Behörden Microsoft Word-Format ein und wenn man das benutzen möchte oder als Softwarehersteller implementieren möchte, muss man an Microsoft bezahlen. Also für jede drissige E-Government-Lösung, wo eh nicht viel zu verdienen ist, ja, lasst man es ganz. Machen jetzt alles mit SharePoint oder so. Ja, zum Schluss, was kann man tun? Selber tun und den Kunden dazu bringen oder für den man was tut, immer dazu bringen. Proprietäre Standards meiden, proprietäre Software meiden. Klar, gehört zum guten Ton, man ist natürlich gegen Softwarepatente, evil. Ja, freie Software und freie Formate verwenden, freie Software schreiben und klar, mit freier Software Geld verdienen. Je mehr Leute mit freier Software Geld verdienen, desto mehr Leute gibt es, die es halt irgendwie tun und die dieses System weiterentwickeln, wachsen lassen und die frohe Botschaft in die Welt tun. Ja, von Freiheit leben. Wer sich hier damit trachtet, unternehmerisch tätig zu sein, wo es eben ist, man sollte seine Strategie an dem Ökosystem orientieren. Das macht einfach Sinn. Erstmal muss man sich viel weniger Gedanken machen, um sich selber eine eigene Strategie auszudenken. Zweitens kann man damit Spaß haben und richtig Geld verdienen. Ja. Aber nicht vergessen. Tech und sowas, technische Sachen sind total gut und machen Spaß und ist auch richtig cool. Das ist wahrscheinlich auch unglaublich, wenn der Kunde beeindruckt vor einem steht, weil ihm gerade eine Akronymballung an den Kopf geworfen hat, dass er sagt, der Mann, der checkt, der kennt sich richtig aus, der macht alles wieder heile bei mir. Ich kriege von mir aus keinen Spam mehr oder Gott weiß ich was, aber. Auch Open-Source-Unternehmen sind im Unternehmen. Man muss vertriebsorientiert denken mit allem, was dazugehört. Man muss den Markt präsentieren, man muss zeigen, dass man halt eben mit Menschen reden kann und man muss natürlich betriebswirtschaftlich handeln. Besonders eben wegen den genannten Risiken und Problemen, weil es kommt nicht mal eben einer vorbei. Wir sind in Europa, da kommt nicht der große Venture Capitalist Business Angel mal eben vorbeigeflattert und sagt, oh, 5 Millionen fallen lassen. Egal, bücke ich mich nicht. Nimm du's. Okay. Ja. Das wünsche ich ja jedem. Zum Abschluss, dass wir hier sind, dass es das alles gibt, das ist das Ergebnis einer Vision. Das kann man wirklich so sehen, ohne dass es zu überhöht steht. Und diese Vision sollte man sich erhalten. Bei allen Problemen, bei allen Kriegen, bei allen Flame Wars und Zankereien, die es vielleicht auch mal in Projekten, Unternehmen oder sonst wie irgendwie gibt. Es gibt eine gemeinsame Vision für uns alle. Und wenn wir die halt eben weitertreiben, von den unterschiedlichsten Ecken, wo wir halt eben auch alle herkommen, dann... ich weiß nicht, wie sollen wir verlieren? Das ist unmöglich, können wir nicht verlieren. Ja, und wir werden einfach weiter damit Spaß haben. Den wünsche ich euch allen jetzt hier noch für den Rest des Tages. Ja, und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Zeit. Danke. Ja, eigentlich fange ich jetzt erst an. Eine ganz kurze Diskussion. Ein Plan, also bitte. Und sprecht dann bitte laut, damit das auch nicht ankommt. Ich kann es immer wiederholen, gerne. Ja? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das wird ja demnächst Kulturhauptstadt sein. Und ich fände es super toll, wenn einige Städte dann auch Software als Kulturgut entdecken und ihre Behörden-Desktops auf Linux migrieren würden. Ja. Und ich wundere mich, dass es in dem Bereich so langsam vorangeht. Wir haben jetzt schon einige Kommunen, die migriert sind oder gerade dabei sind. Im Ruhrgebiet? Es gibt Linux Kommunale, aber man hört so wenig davon. Warum gibt es nicht schon von, es gibt ja Unternehmen, die davon leben, Behörden mit Linux auszustatten. Warum gibt es nicht schon eine Webseite mit einer Übersicht von, das sind die standardisierten Vorgänge, die es in jeder Kommune gibt. Die Lösung gibt es davon bei dem und dem. Ich habe den Eindruck, irgendwas wird da zurückgehalten. Das müsste doch alles... Erstmal glaube ich, ist die Menge der standardisierten Vorgänge innerhalb von Behörden endlich.
Und zum anderen ist es so, dass es große Städte jetzt gibt wie München, die tun sich halt eben sowas an. Kleine warten halt eben lieber ein bisschen und sind da, glaube ich, mal ein bisschen noch etwas konservativer da drin. Es gibt keine großen Migrationsbudgets und ansonsten ist es insoweit ein systemisches Problem, als dass es Leute geben muss in diesen Behörden, die die Verantwortung für solche Migrationen übernehmen. Und das funktioniert nur dann, wenn sie politische Rückendeckung von oben haben. Das ist meine Erfahrung mit Migrationsprojekten. Warum gibt es München? Nicht, weil es in München, Entschuldigung, einfacher ist. Es ist dort schwieriger als in vielen Kommunen, denke ich mal, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ne, wo man mehr einzelne Einheiten hat, nicht so ein Kloß halt eben. Und so, vielleicht sind manche auch von ihrer Basis anders aufgestellt, schon mal, dass es leichter geht. Aber wenn nicht die politische Unterstützung da ist, und deswegen muss man auch politische Arbeit machen, muss man auch Lobbyarbeit machen und ähnliches. Ich glaube, kommt gleich noch um 14 Uhr ein Vortrag, wo wir noch ein paar Sachen dazu hören. Man muss die Unterstützung von oben dann finden. Und dann wird derjenige unten den Kopf hinhalten wollen. Das ist wirklich so. Und das geht die ganze Befehlskette runter. Man kann das sehen und ist ein Loch in der in dieser Kette drin. Das heißt, fehlt in dieser Hierarchie irgendwo ein Abteilungsleiter oder irgendjemand anders, dann wird bricht es zusammen. Und dann wird der unten sagen, soll ich das dafür tun? Ich kenne viele Leute, die im öffentlichen Bereich tätig sind, Beamte, andere, die da wirklich super engagiert drin sind und das wollen. Und die Projekte, die nicht erfolgreich sind, die sind immer daran gescheitert, dass die Unterstützung von oben gefehlt hat. So ist das. Es muss einen geben. Und man sieht das wirklich am Beispiel München ganz, ganz klar. Da gibt es einen Oberbürgermeister, der sagt, Bill Gates, in einem relativ populär bekannt gewordenen Anekdote, wer die kennt, ja, ich erzähle das noch gerade. Also ist so gewesen, also München wollte migrieren und halt eben war ganz, ganz, ganz schlimm für Microsoft, Leuchtturm und so. Und München kennen halt eben viele, ist ja gar nicht so bedeutend, aber wegen Oktoberfest in den USA auch sehr populär. Und da haben die halt eben gesagt, scheiße, okay, geht nicht. Ne? Und dann sehen die immer, wenn die gucken Oktoberfest, dann sehen die immer Linux und so. Nee. Okay, also Balmer Urlaub abgebrochen, nach München gefahren. Komm, ist doch alles, komm, wir geben euch das für Ömme. Mach doch bitte, bleib bei. Nee, ist nicht. Ich habe gesagt, okay, gut, Balmer reicht wohl nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber. Vielleicht haben sie doch nicht vorgelassen, weil sie Angst vor ihm hatten, wer weiß. Und ja, gut, dann ist also Gates selber der weltgrößte Philanthrop. Man kann das gar nicht so oft sagen. Und ich liebe Bob Geldof, dass er keine Gelegenheit auslässt, das zu sagen. Sage ich nochmal, der weltgrößte Philanthrop, Bill Gates, ist nach München gefahren. Und hat völlig uneigennützig gesagt, erspart euren Bürgern diesen Stress. Ja. Ja, und ist zwei Tage da geblieben, hat nicht geklappt. So am Ende der ganzen Veranstaltung und Sightseeing und sowas, Gates wieder zu seinem Privatflieger zurück und da kam halt eben sein Auto, sein Karre und Chauffeur kam halt eben nicht. Und halt eben Udo hat er eben, soll dann eben höflicherweise gesagt haben, ja, ist kein Problem, nehmen Sie meinen Wagen, ich bringe Sie zum Flughafen. Und hat dann eben den reichsten Mann der Welt, macht man ja dann schon mal, mit zum Flughafen gebracht. Und dann saßen sie also da im Auto und da hat der Gates gesagt, scheiße, versuch's jetzt nochmal. Ne? Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen? Oh, it's about 30 minutes. Okay, 40 Minuten, fetter Elevator-Pitch, mache ich locker. Hat also versucht zu texten, zu machen, hat alles nichts genutzt. Und dann irgendwann mal völlig verzweifelt, und irgendwann so, why do you do this? Ja. Soll dem Udo gesagt haben, it's because of independence. Und, okay, it's independence. Independence from whom? Ja. Und da hat eben Udo gesagt, from you. Und dann war, glaube ich, ruhig für den Rest der Fahrt. Also, wir brauchen dann wohl schon offensichtlich mehr Udes, um deine Frage zu beantworten. Machen wir mehr Spaß. Ja. Weiß? Weil es gerade so politisch losgegangen ist. Es geht um Mittelstand und solche Firmen. Und die Mehrzahl der Politiker geht ja ständig mit Mittelstand hausieren. Ja. Tut aber das Gegenteil. Ja. Das Beispiel ist auch Fraunhofer Gesellschaft. Ist ganz groß, wir machen Forschung für den Mittelstand. Aber also bei all diesen Themen auf der anderen Seite der Barrikade nehme ich das. Richtig. Nach meiner Beobachtung. Das stimmt. Lässt sich dieser Widerspruch besser thematisieren oder kann man das besser vorführen? Also ich glaube, ein großes Problem bei auch solchen Instituten wie Fraunhofer und andere Mittel ist dieses Wort, hört man ja sonst gerne im akademischen Kontext, Drittmittel. Also wer zahlt, gibt ja schon irgendwo ein bisschen die Richtung vor. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein großes Projekt, wie von mir aus Studis auf einer Uni besser miteinander kollaborieren können und lustig alle ihre Arbeiten wiederfinden über ein Superportal. Was könnte ich nehmen? Es gibt eine freie Software-Implementierung, glaube ich, von der FH oder von der Uni in Köln. Ich weiß gar nicht mehr, wie das System heißt. Das kann das alles.
Was macht man aber? Eben zusammen mit Fraunhofer, man macht ein System basierend auf SharePoint, wo ich jetzt Leute kenne, ich glaube in der FH in Düsseldorf habt ihr das, ne? Genau. Und könnt jetzt richtig grassroot-mäßig dagegen ankämpfen. So passiert das halt eben. Da kommt einer und sagt, Mensch, da steige ich mit ein, da werden zum Teil noch Lizenzkosten auf die Drittmittel mit aufgerechnet, ich gehe da mit rein und mache da eben mit. Das ist immer das Problem, wenn man gegen die Großen kämpft. Da gibt es halt eben große Beharrungskräfte. Die andere Sache mit der Politik ist, es stimmt schon, die Politiker laufen immer gerne rum und sagen halt eben Arbeitsplatzsicherung, Mittelstand und Ähnliches. Im Prinzip ist es aber wirklich wieder eine Lobby-Sache, wird, glaube ich, Oliver Zendel gleich noch was dazu sagen in dem nächsten Vortrag. Die Lobbypräsenz, und da sind Politiker offen und erreichbar und manipulierbar, muss man ganz, ganz klar sagen. Und ich vermeide jetzt auch mal den Begriff Korruption. Das funktioniert. Da gibt es Essen, Party, alles Mögliche und eine nachhaltige Zutext. Und die kommen ja nicht in einem Gewand. Da kommt ja nicht einer und sagt, guten Tag, ich bin von Microsoft, und das ist irgendwie totaler Quatsch mit diesem Open-Office-Zeug, um mal so ein Beispiel. Dann kommt Tür zu, okay, Tag drauf kommt ein anderer aufgelaufen und sagt, schönen guten Tag, ich bin Mr. Sowieso von der Business Software Alliance. Bei uns sind Mitglied bla 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 bla, wir repräsentieren überhaupt die ganze Welt. So, und das ist eigentlich Quatsch damit. Und dann kommt der Nächste. Also diese ganze Macht und Fülle, die da ist an politischer Beeinflussung. Unsere stärkste Waffe ist, auch wenn wir auch versuchen, sowas auch zu tun, unsere stärkste Waffe sind überzeugte, ich sag jetzt mal, noch Einzeltäter in relevanter, entscheidender Position. Deswegen ist zum Beispiel der öffentliche Bereich, um nochmal, wieso passiert da so wenig, wieso wird da so wenig Geld mit Open Source verdient, im öffentlichen Bereich ist ein Leuchtturmmarkt in der Beziehung, setzt da einfach Zeichen, da brauchen wir mehr Leute, die diese Systeme einsetzen, mehr treiben, damit das hochgeht und damit dann auch die Politiker selber das sehen und tun. Sonst bleiben es eben einzelne Leute. Ich kenne in den politischen Parteien, kann man mal, also das ist ein Grauen, wenn man das liest, wenn man da in Kommunikation geht und kriegt dann mal so eine Mail von der Frau Krogmann oder sowas, macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Nichts verstanden. Will auch nicht verstehen. Aber der Mann mit dem dicken Scheckbuch, das ist die Sprache, die versteht man. Also. So, ich fürchte, wir müssen leider auch jetzt Schluss machen. Gut. Nochmal vielen herzlichen Dank an Elga für diese Frage. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier.